Hi friends, welcome to Wisdom Path online basic German language course. In this lesson, we will learn the most common vocabulary dealing with family in German. We will also learn the plural forms and some examples. Let us start. Die Familie, die Familien, die Eltern. Their father, die Väter, their papa, die Papas, die Mutter, die Mütter, die Mama, die Mamas, die Geschwister, die Schwester, die Schwester, der Bruder, die Brüder, die Ehefrau, die Ehefrauen, der Ehemann, die Ehemänner, die Tochter, die Töchter, der Sohn, die Söhne, die Großeltern, die Großmutter, die Großmütter, der Großvater, die Großväter, die Oma, die Omas, der Opa, die Opas, die Uroma, die Uromas, der Uropa, die Uropas, das Enkelkind, die Enkelkinder, die Enkeltochter, die Enkeltöchter, der Enkelsohn, die Enkelsöhne, die Tante, die Tanten, der Onkel, die Onkel, die Cousine, die Cousinen, der Cousin, die Cousins, die Nichte, die Nichten, der Neffe, die Neffen, die Schwiegermutter, die Schwiegermütter, der Schwiegervater, die Schwiegerväter, die Schwiegertochter, die Schwiegertöchter, der Schwiegersohn, die Schwiegersöhne, das Kind, die Kinder, das Mädchen, die Mädchen, der Junge, die Jungen, die Zwillinge, das Einzelkind, die Einzelkinder, ledig, verheiratet. Now let us see some examples. Hast du Geschwister? Do you have siblings? Ich habe einen Bruder. I have a brother. Ich habe eine Schwester.
I have a sister. Meine Mutter ist 50 Jahre alt. My mother is 50 years old. Sie ist meine Ehefrau. She is my wife. Meine Ehefrau heißt Sandra. My wife's name is Sandra. Ist mein Ehemann. He is my husband. Ich bin verheiratet. I am married. Ich habe zwei Kinder. I have two children. Mein Neffe ist ledig. My nephew is single. You might have noticed the plural forms of the vocabulary. In English, it is very easy to create plural. We have to add an S on the end of nouns. In German, it is not easy. There are many ways to create plural forms. We will learn it in the next lesson. Dear friends, hope you will enjoy learning. Viel Spaß beim Lernen. Auf Wiedersehen.